Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und ich habe heute viel vor. Deshalb geht's hier direkt los mit einem Teil von meinem Upcycling-Stapel. Und zwar mit dieser Jeans. Ich finde das Muster einfach cool und ich brauche für den Sommer noch eine kleine Tasche, die halt mal nicht bunt ist, aber durch das Muster halt doch nicht einfach nur schwarz. Und dazu habe ich mir überlegt, dass ich den Gurt diesmal jetzt nicht aus Baumwolle oder aus dem Stoff zuschneide, sondern dafür möchte ich einen Ledergürtel verwenden. Und da habe ich ein paar gesammelt. Die sind alle vom Trödelmarkt. Da kaufe ich die mal für ein paar Euro, teilweise 1 oder 2 Euro nur, maximal 3, 4 Euro. Also mehr zahle ich eigentlich nicht, weil ich habe auch schon genug, wie ihr hier seht. Meistens halt braun oder schwarz. Und in diesem Fall möchte ich natürlich einen schwarzen Gürtel nehmen. Und er sollte auch nicht so dick sein, weil dann passt er besser zu der kleinen Tasche. Hier geht's weiter mit meinen gesammelten Sachen. Ich bekomme teilweise Taschen zum Ausschlachten von Freundinnen oder ihr kennt wahrscheinlich auch diese Schlüsselbänder, die man teilweise ja geschenkt bekommt. Da sind manchmal sehr interessante Karabiner dran und ja, da habe ich so einiges gesammelt und da suche ich jetzt mal passende aus. Als Schnittmuster habe ich mir die Little Meatsy Bag überlegt. Das ist einfach so ein süßes kleines Täschchen, das ich unbedingt nochmal in einfarbig nähen möchte, also nicht in bunt eben. Und die Teile schneide ich aus der Jeans aus. Aber als erstes muss ich dafür mal aufschneiden, damit ich besser an die einzelnen Stoffflächen komme. Auf das hintere Hosenbein passen auf jeden Fall die großen Teile. Da kann ich das schon mal ausschneiden. Die Hose passt mir übrigens leider nicht. Das ist mal sogar eine Hose, die ohne Stretch ist. Und da geht wirklich nichts. Hier unten noch das andere Teil. Dann brauche ich nachher noch das Futter. Und dann habe ich schon alle Teile zusammen. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich trenne auch noch eine von den Hosentaschen hinten ab. Die kann ich dann auf die Rückseite nähen. Das Schnittmuster biete ich natürlich in meinem Shop an und die Videoanleitung dazu, Schritt für Schritt, findest du auf meinem YouTube-Kanal. Hier dieses schöne Gelb habe ich fürs Futter ausgesucht. Ich glaube, das könnte ziemlich schön aussehen. Jetzt habe ich alle Teile zusammen und habe das Ganze schon mal zusammengenäht und muss das jetzt nur noch so aufeinander legen und ringsherum nähen und dann geht es auch schon an den Ledergurt. Wenn ich die Tasche gut in Form gebracht habe, dann schließe ich gleich noch schnell die Wendeöffnung. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Gurt. Dafür habe ich hier diese kleinen Karabiner ausgesucht. Und den geflochtenen Leder oder ich glaube, das ist eher Kunstledergürtel, den will ich da dran machen. Und die Gürtel sind ja oftmals nicht ganz so lang, deshalb kann ich das nicht abschneiden. Ich trenne hier einfach erstmal die Schnalle ab, damit ich dann da gleich den Karabiner statt der Schnalle festmachen kann. Jetzt schiebe ich einfach halt den Gürtel durch den Karabiner und kann hier das eine Loch von dem Gürtel nutzen und stanze noch schnell auf der anderen Seite eins rein, dann mal eben die Nieten da durchschieben. Das heißt eine Niete, ich mache pro Seite nur eine Niete. Ich hatte erst überlegt, zwei zu machen, aber eine reicht und das sieht auch gut aus mit einer bei dem schmalen Gürtel. Und das Ganze dann natürlich noch auf der anderen Seite. Und dann ist die Tasche auch schon komplett fertig. Die Videoanleitung zum Schnittmuster Mizibek verlinke ich hier oben rechts und auch in der Infobox, falls du dir das Ganze mal genauer anschauen möchtest. Und so sieht die Tasche jetzt aus. Ich finde sie wirklich richtig schön. Es ist ja mit Schwarz immer so eine Sache, wenn man das jetzt für Instagram oder YouTube nähen möchte, ist es nicht so schön anzuschauen, aber in der Garderobe darf sowas doch echt nicht fehlen.
Es ist ein richtig süßes kleines Täschchen in schön gelb und da seht ihr auch schon mein Portemonnaie Pepi, Schnittmuster Pepi. Das nehme ich eigentlich immer, wenn ich abends oder wenn ich weggehe und nur eine EC-Karte oder und einen Ausweis dabei haben muss. Weiter geht's. Hier auf dem Tisch habe ich noch eine Sache liegen. Eine Kleinigkeit eigentlich nur. Stört mich auch schon länger. Ich habe es aber irgendwie bis jetzt noch nicht geändert. Aber heute möchte ich es endlich machen. Jetzt kommt auch eigentlich erst die Zeit, wo ich diese Jacke mehr tragen werde, wenn es abends kühler ist. Ist jetzt nicht so eine richtige Winterjacke, sondern eher so die berühmte Übergangsjacke. Und zwar stört mich da, dass es hier so super eng ist. Klar, ich sehe es ein beim Fahrradfahren oder so, da soll keine Luft in die Jacke reinkommen, aber das ist wirklich super eng und ich mag es einfach nicht und deshalb werde ich das jetzt ändern. Dafür habe ich mir erstmal den Nahtrenner geholt und werde jetzt dieses Mini-Bündchen auf beiden Seiten erstmal abtrennen. Das ist auch schon erledigt. Und dafür habe ich mir zwei Bündchen in passender Größe zusammengenäht. Blau hatte ich nicht, aber ich denke, grau wird auch ganz gut passen. Und die stecke ich jetzt einfach erstmal rechts auf rechts an den Ärmel. Das fixiere ich hier an zwei Seiten und nähe das dann so gedehnt gleich an den Ärmel. Mal eben mit der Overlock einmal rundherum genäht. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und so sieht das jetzt aus. Es war echt keine lange Aktion. Ja, und so sieht das Ganze angezogen aus. Ich muss sagen, es ist super angenehm und ich finde, es sieht auch einfach viel besser aus. Was meint ihr? Okay, das ist erledigt. Als nächstes mache ich mit der Lampe weiter. Dafür mache ich mal den Schirm ab und da will ich eine Schablone zeichnen. Damit ich nachher weiß, wie ich den Stoff zuschneiden muss, zeichne ich mir hier auf dem Zeitungspapier erstmal eine Schablone und da fange ich an und lege die Naht auf die Zeitung und rolle das jetzt so einmal über die Zeitung und fahre dabei die ganze Zeit mit dem Stift entlang. Und das gleiche natürlich auch unten. Als nächstes schneide ich das mal eben aus und dann gibt es schon eine erste Anprobe am Lampenschirm, ob ich da auch alles ordentlich abgezeichnet und zugeschnitten habe. Und da habe ich, hier fehlt mir so ein Stück, wo die beiden Zeitungen, also die beiden Enden aufeinandertreffen. Da muss ich noch ein bisschen was ankleben und nochmal neu anprobieren, damit ich dann ganz genau weiß, wie ich den Stoff zuschneiden muss. Jetzt war ich etwas großzügiger und jetzt markiere ich mir hier, wo sich die beiden Enden überlappen und dann schneide ich das nochmal zurecht. So, wenn ich jetzt ordentlich gezeichnet habe, dann sollte das Schnittmuster jetzt an den Lampenschirm passen. Und dann werde ich das Ganze erstmal auf Probestoff zuschneiden. Dafür habe ich mir hier so einen Baumwollstoff ausgesucht und zeichne eine Zugabe von 2 cm an. Ich muss ja das eine Ende auf jeden Fall umbügeln, damit ich da keine offene Schnittkante habe. Das ist dann die Seite, die nachher sichtbar ist und die andere liegt halt da drunter. Und oben und unten muss ich ja was um den Lampenschirm herum klappen, damit ich das irgendwie fixieren kann und da auch nicht die offenen Schnittkanten habe. Zum Ausschneiden nehme ich hier die Zickzackschere, dann wird das hoffentlich auch nicht ausfransen. So sieht das Ganze jetzt aus und ich stecke das jetzt einfach mal
mit ein paar Klammern auf dem Lampenschirm fest. Ja, das sieht doch passend aus. So kann ich dann jetzt den Stoff zuschneiden. Dafür lege ich einfach den Probestoff auf und schneide das Ganze genau so aus. Das ist jetzt also der Stoff für den Lampenschirm. Die eine kurze Seite klappe ich einmal um und nähe das einmal fest. Also geplant habe ich das Projekt schon wirklich länger. Die Lampe habe ich schon einige Zeit. Dann hat es etwas gedauert, bis ich endlich einen passenden Stoff gefunden hatte. Er sollte halt natürlich irgendwie gemustert sein, aber halt so locker gemustert, damit das halt mit dieser Rundung halt auch schön aussieht. Und hell und so weiter. Und da hatte ich so einige Kriterien. Ja, jetzt habe ich das ja alles. Habe das hier umgenäht. Dann kam halt die Frage, wie befestige ich das eigentlich? Und ich wollte jetzt nicht diesen Kleber nehmen, den man auch für Serviettentechnik oder so nimmt, wenn man dann halt so eine Lacksch-Optik erhält. Ich möchte schon halt irgendwie, dass die Stoffoptik erhalten bleibt. Und deshalb habe ich mich jetzt hier für so dieses doppelseitige Klebeband entschieden. Das kann man ja sonst für Reißverschlüsse oder so nehmen. Ich nehme jetzt halt auch extra das dünne und nicht hier so Teppichklebeband. Das ist, glaube ich, nicht so geeignet hier für so kleine Stellen. Also das werde ich jetzt mal aufkleben. Ich habe jetzt das Klebeband innen, oben und unten aufgeklebt und ziehe jetzt schon mal hier die andere Klebefläche ab und dann habe ich hier einmal längst über den Schirm geklebt, wo gleich der Anfang vom Stoff drauf kommt. Und dann lege ich den Stoff, so wie ich das vorhin gemacht habe, auf den Schirm und klappe die Enden um und klebe das dabei direkt auf dem doppelseitigen Klebeband fest. Also diese Aufgabe ist doch etwas kniffliger, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass der Stoff richtig auf dem Lampenschirm bleibt. Nicht, dass ich unten auf einmal mehr habe und es mir oben fehlt und so. Aber mit Geduld habe ich es ziemlich gut hingekriegt. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass das doppelseitige Klebeband dafür einfach nicht ausreicht. Und ich hatte jetzt diesen Stoffkleber, diesen flüssigen, nicht da. Deshalb muss es jetzt hier richtiger Klebstoff tun. Den verteile ich einfach mit dem Pinsel auf der Innenseite, aber auch auf dem Stoff. Aber halt nur auf dem Stoff auf der Innenseite, sodass außen noch immer schön man nicht sieht und das einfach nach einem Stoffschirm aussieht. Das Ganze mache ich dann auch noch auf der unteren Seite, nachdem ich das auf jeden Fall oben noch mit Klammern fixiert habe, damit das dann in dieser Form richtig schön trocknen kann und dann auch gut hält. Nee, das doppelseitige Klebeband war doch einfach ein bisschen zu schwach. Und dann gucke ich mal, wie das morgen aussieht. Ich habe das erstmal so trocknen lassen und dann sieht das so aus. Tagsüber finde ich es wirklich richtig schön. Es ist echt gut gelungen. Okay, ich muss sagen, wenn dann das Licht angeht, dann sieht man halt, dass es unten so ein bisschen nicht ganz so sauber geschnitten ist. Aber nobody's perfect. Das Mini-Bügelbrett, das braucht einen neuen Bezug. Das habe ich secondhand gekauft und ich habe es angestrichen schon mal. Ich hatte auch schon einen Bezug drauf, aber der war überhaupt nicht farbecht. Und da das Ding oft am Fenster steht, sah das nachher so aus und das hat mir nicht mehr gefallen. Und jetzt soll das da drauf. Dafür habe ich mal wieder Zeitungspapier benutzt und erstmal den Umriss von dem Bügelbrett abgezeichnet. Dann habe ich natürlich eine Zugabe dazu gegeben, weil ich muss das ja auch ein bisschen umschlagen, damit ich das nachher festtackern kann. Also in dieser Größe habe ich das dann einfach auf den Stoff gelegt und ausgeschnitten. Und damit ich es dann etwas einfacher habe, habe ich schon mal an den Rändern alles 1 Zentimeter links auf links gebügelt und kann das dann so auf das kleine Bügelbrett tackern.
Dafür brauche ich Hilfe. Also das sollte eigentlich ziemlich gut passen und so legen wir das erstmal Kante an Kante und dann wird getackert. Und dann ist alles auch schon fest und jetzt sieht das so aus und ich hoffe, dass der Stoff jetzt länger hält. Ja, und das waren sie jetzt also, meine Repair- und Upcycling-Ideen, die ich in diesem Video mit euch teilen wollte. Ich hoffe natürlich total, dass euch mein Video gefallen hat und freue mich über einen Daumen hoch. Und schreib mir auch gerne einen Kommentar, wenn du dazu Lust hast. Und natürlich freue ich mich auch über ein Abo, falls du das noch nicht gemacht hast. Das Abonnieren des Kanals ist natürlich kostenlos. Vielen Dank für deine Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!